Was Gier mit Menschen anrichtet, das sehen wir gerade bei der Deutschen Bank. Was, wenn Gier der alles bestimmende Antrieb wird? Ein zeitloses Thema, über das Wilhelm Hauff 1827 die Novelle Das kalte Herz schrieb. Kongenial hatte diese antikapitalistische Parabel 1950 die DeFA in der DDR verfilmt. Sie passte perfekt ins politische Programm. Und heute passt sie wieder. Das zeigt eine großartige Neuverfilmung von Johannes Naber. Ein Dorf im Schwarzwald. Der herzensgute Köhlerjunge Peter Munk. Die schöne Glasbläsertochter Lisbeth, die er nicht haben darf, weil er zu arm ist. Dazu das Glasmännchen, das Sonntagskindern wie Peter Wünsche erfüllt und ihn trotzdem nicht beschützen kann. Dies sind die klassischen Zutaten des Hauffschen Märchens, auf die sich diese großartige Neuverfilmung verlässt und es zugleich schafft, die alte Geschichte in unsere Zeit zu übersetzen. Ein Aspekt, den weder Hauff noch die DeFA-Verfilmung so richtig beleuchtet, ist dieser Aspekt von davon, was die Gier mit der Natur, mit der Umwelt, mit dem, was die Menschen umgibt, veranstaltet. Die haben sich ja beide sehr stark darauf beschränkt, was die Gier mit den Menschen macht, mit den Emotionen, mit dem Zwischenmenschlichen. Aber was es für die Welt bedeutet, das war ein Aspekt, der neu zu beleuchten war. Das ist Köhlerland, da haben wir kein Holzrecht. Seit wann schiert mich das? Köhler! Köhler! Dein Meiler brennt! Willst du nicht was dagegen tun? Es ist die Geschichte um Geld und um Macht. Erzählt an schweren, archaischen Bildern. Mit Menschen, die keine Regeln mehr haben. Ein Kampf ohne Ehrenkodex. Die Welt von heute. Getrieben vom Zorn und der unerfüllten Liebe zu Lisbeth, dringt Peter in die dunkle Halbwelt. Schwer vorstellbar, dass es nach Erwin Gerschonek einen neuen, ähnlich grandiosen Holländer Michel geben kann. Moritz bleibt treu ist es. Du brauchst Geld. Ich sag dir, Geld liegt auf der Straße. Aber du traust dich nicht, es aufzuheben. Du hast Angst, dass dich keiner liebt. Aber in Wirklichkeit wirst du nur für eins geliebt. Dein Erfolg. Und den musst du dir nehmen. Dieses starke Bild von den Herzen, die aus der Brust genommen werden, durch einen Stein ersetzt werden, das ist eine große Metapher und ein großes parabelhaftes Bild. Weißt du, wessen Herz das ist? Etzel, der Holzhändler. Was hat Etzel jetzt in seiner Brust? Das geht. Das geht sehr gut. Wenn man das jetzt versucht, auf unsere Welt, auf unsere Realität zu übertragen, dann kann man vielleicht sagen, dass die Verführung für die Menschen groß ist, sich hart zu machen, um den vermeintlichen Anforderungen, die das Leben an sie stellt, besser Herr werden zu können. Und das ist eine starke Verführung. Aber sie führt natürlich auch dazu, dass der Gesellschaft ganz viel verloren geht. An Mitgefühl, an Liebe, an Solidarität. Aber ich glaube, man muss zumindest darauf aufmerksam machen, dass es gut ist, danach zu suchen. In gut erzählten Märchen klappt das. Und das ist dieser Film. Ohne je kitschig zu sein, gelingt die große Metapher auf das, was uns zusammenhalten sollte. Die Sprache des Herzens. Seid gegrüßt. Ich kann dich nicht heiraten, Peter. Weil du kein Herz mehr hast.